Ja, willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge hier in Hero Siege. Und wir machen heute direkt einmal weiter in Level Nummer 2, Akt 4 und gucken mal, was uns erwartet. Diese More Highlands. unwilling soldiers for my army of the damned. Genau, diese Mine hier, da waren wir ja beim letzten Mal auch hier noch, haben wir uns zurückgeportet. Könnte interessant werden. Ja, ist alles natürlich ein bisschen eng hier drin. Da muss man aufpassen, dass man hier auch gescheit durchkommt. Oh, Level 47. Nice. Können wir eigentlich einmal schnell hier verskillen. Da würde ich hier nochmal was drauf tun. Und einmal hier. Genug Kraft haben wir eigentlich. Oh, Dankeschön. Was habe ich gesagt? Genug Kraft haben wir eigentlich für den Angriff. Das reicht so gesehen. Nothing to defile. Schlüssel haben wir 4 Stück. Nehme ich mal die beiden Truhen mit. Schade. Kein Artefakt rausgekommen. Sehr, sehr schade. Ja, ein bisschen hat es mich getroffen, aber nicht allzu viel. Gefährlich, gefährlich. Ui, das war schon. Ja, nice. Oh, Diaschlüssel und Diaschuhe. Na gut. Kam jetzt nichts von Belang raus irgendwie. Naja, gut, aber kann man ja mal mitnehmen. Ach, wo hänge ich denn hier fest? So, wir gehen hier weiter. Das war Level 1 wahrscheinlich. So wie ich das jetzt mal annehme. Oder war das jetzt irgendwie nur so eine Vormine? Gute Frage. Nee, war schon eine Wave, denke ich mal. Na gut. Noch ein Schlüssel, wunderbar. Und einen blauen Gegenstand, den nehmen wir auch mit, auch wenn er nicht viel bringt. Und wir gucken uns mal um, ob hier irgendwo ein Shop ist. Wer weiß, wer weiß. Aber wir sind immer noch in der Mine, nur ein bisschen weiter unten jetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein Shop ist. So, dann kommt mal her hier, meine Freunde. There is no salvation but through me. Ja, nice. Nächste Wave, aber hier ist nirgendwo ein Shop. Habe ich jetzt noch keinen gesichtet. Ich denke, hier wird auch keiner sein. Wenn wir hier die ganzen Wellen mal ein bisschen platt machen. Ja, hier, meine Freunde. Eine Dungeon. Wo ist die Dungeon? Die kann hier überall sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hasse diese explodierenden Viecher. Ah, hier habe ich noch ein bisschen was vergessen. Oh, Lightning Flowers. Warte. Ich weiß nicht, was Lightning Flowers macht. Ich habe jetzt auch nicht gelesen, ob da was stand. Großartig. Autsch. You have seen your last. Mal kurz die Dungeon suchen. Ist die irgendwo hier unten? Hier ist er auch nicht. Ah, hier ist er. Schön. This place could use a necromancer's touch. Und Level 48.
So, hier das kleine Rätseleimer mitnehmen. Na komm. Ja, schade, dass ich nicht mehr fliegen kann. Das war ja noch relativ entspannter. Hätte ich ja einfach rüberfliegen können. Aber das geht ja leider nicht mehr. Wunderbarer Aufschwung. Kein Problem. Noch eine Kristall, aber wir haben leider keinen Schlüssel dafür. Leider keinen Schlüssel und hier ist die nächste Attacke frei. Rock Golem. Beschwört einen Rock Golem, der an deiner Seite des Nekromanten kämpft. Jo. Werden wir mal testen. Oh, der braucht noch mehr Mana. Ich habe überhaupt keine Mana. Ich brauche Relikte. Ich brauche so viel Mana. Am besten nur Mana-Relikte. Irgendwas, was die Mana erhöht. Das wäre so richtig nice. Können auch was hier nochmal was draufpacken. Aber das bringt eigentlich so gut wie gar nichts. Wenn man da was draufpackt. Weil das sowieso nicht groß in die Höhe geht. Oh, hier. Was haben wir hier? Ein Cave. Keine Ahnung, was der wieder macht. Irgendwas Passives auf jeden Fall. Irgendwas Passives, irgendwas wird er erhöhen oder verstärken. Sonst hätte ich den Effekt schon gesehen. Direkt hinterher. Aber alles kein Problem. Oh, ein Schlüssel. Wenn wir mal ein bisschen Reserve haben, finde ich immer ganz gut. Ja, komm. Na, jetzt fallen aber ganz schön viele einfache Gegenstände hier. Ja, und da müsste, glaube ich, auch gleich schon der Boss kommen. Wenn mich nicht alles irrt. Hoffe ich, da war nicht. Schauen wir mal. Ja, jetzt kommt er. So, wo spawnt er? Hier oben? Ja gut, auch kein Problem. Der war auch noch relativ leicht. Your place is beneath my feet. Jede Menge Gold und zwei schlechte Gegenstände. Na gut, hat sich nicht so wirklich gelohnt. Und da kommen wir auch schon zu The Nightmare, aber da werden wir jetzt noch nicht weiter spielen. Da werden wir uns mal wieder zurückporten. Das sehen wir dann wieder beim nächsten Mal. Joa. Mal schnell ein paar Sachen verkaufen, wie immer. Ui, wir haben ja noch eine schöne Rüstung gefunden. Die werde ich gleich mal anlegen. Die Schuhe sind nicht so gut. Hier noch ein bisschen Schrott mit dabei.
Gut, die Rüstung, die können wir nochmal anlegen. Sehr schön. Wie war das mit dem Vergleichen auf R, ne? Ah ja, schön. Ja, hier macht ein bisschen mehr Stamina. Das Fenster stört mich jetzt gerade ein bisschen. Naja gut, ist auch nicht so schlimm. Macht eine Shockwave. All Talents plus 4, okay, geht ein bisschen weiter runter. Dafür All States plus 8. Ja gut, das erhöht dann doch wieder ein bisschen mehr Stamina. Stamina ist gut. Stamina ist sehr gut. Nehme ich. Und ich möchte das hier wieder... Ich möchte das bitte wieder schließen. Das lässt sich aber nicht schließen. So, jetzt aber. A mit G einfach zurück. Gut, ich vergesse es immer wieder. Jetzt habe ich 2K Stamina. Reicht aber immer noch lange nicht aus. Ich bräuchte mindestens so 3K. Das wäre richtig nice, wenn ich die mal bekommen würde. Ja, aber bis dahin wird es, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Und ich würde sagen... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.